Schön und sonnig beginnt der Morgen im Tierpark Berlin. Es wird ein besonderer Tag. Zum Beispiel im Krokodilhaus. Hier leben die Wasserschildkröten. Und die machen sich gerade auf zur großen Volkszählung. Gut, Nico, alle Jahre wieder. Das Highlight. Das Highlight. Die Listen hast du mit? Ja, zum die groben Unterscheidungen habe ich genau vor Ort da. Das war da anhand der Kopfzeichnung wenigstens auch schon auseinandersortieren können. Und ich habe die Liste, was wir alles suchen müssen. Super. Müssen wir alles haben auf der Anlage. Ich ziehe mal meine Gleiter an. Denn die braucht Nico Astor für einen festen Stand. Der Untergrund ist rutschig. Wir suchen sie nacheinander ab und setzen sie dann hier rüber, damit wir sie nicht doppelt zählen. Gut. Wir haben ca. 200 Wasserschildkröten der verschiedensten Unterarten und Arten. Und die leben ja, wie ihr seht, alle gemeinschaftlich auf diesem Teich. Und das müssen wir jetzt auseinanderklabüsern. Auf geht's, Nico. Auf geht's. Und drin ist er. Juhu. So, und ich gucke mal in diesen Potpourri an Schildkröten. 16 unterschiedliche Arten sollen bestimmt und gezählt werden. Eine Großinventur. Ja, da haben das unsere Kollegen in den Großtierrevieren, in den Säugetierrevieren einfacher. Ne? Die stellen sich hin, lassen ihre Elefanten sich aufstellen und zählen einmal durch. Und dann haben sie die Inventur geschafft. Na, ich das ist bei uns nicht ganz so einfach. Das ist ein Mädchen. Mädel? Ja. Sie hier nicht die Kuh an Tillen? Du, wir suchen eigentlich immer noch die Rotwangenklapp. Im Tobabu gehen die hier unter, glaube ich. Ich sehe hier unten gerade Jagdhähne. Also, rechts von dir sitzt die Sumpfschildkröte. Die kannst du mir bitte mal geben. Rechts von mir die Kleine. Genau. Ja. Das ist die europäische Sumpfschildkröte. Da haben wir ja nur noch dieses eine Tier davon. Und die ist auch schon seit über 20 Jahren bei uns im Bestand. Ein schönes Männchen. Die sind ja auch vom Status her stark bedroht, wenn nicht so ja schon ausgestorben. Wie viel hatten wir von den Klapp bisher? Also hier ich dort, bräuchte ne? bitte noch 1,1. Ein Männlein, ein Weiblein und ein unbestimmtes Tier. Also im Graben sind sie nicht. Dann lass uns erstmal mit den drei Kiel weitermachen. Ja. Links von dir? Pass auf, die beißt dir gleich in die Finger. Die hier kriegst du. Das ist ein Männlein. Das ist aber keine Dreikiel. Nee, was ist denn das hier? Das ist ein Rotwangenschwärzling. Ah, okay. Dann aber die hier, ne? Ja, das ist eine Dreikiel. Bitte schön. Dreikiel, ein Mann. Vom Bauchpanzer her auch anders aufgebaut wie eine Rotwangenschmuckschildkröte. Aber ich sag mal, den Blick dafür kriegt man im Laufe der Jahre. Dass hier die abnehmen kann und immer gleich überreichen kann. Warte mal. 1,1 Rotwangen-Schmuckschildkröten. Bitte schön. Das ist also typisch Rotwangen-Schmuckschildkröte. Das ist hier diese rote Zeichnung hinterm Auge. Daran unterscheidet man sie von der Gelbwangen-Schmuckschildkröte, weil die ist gelb. Wer registriert wurde, kommt ins Nachbargehege, damit er nicht nochmal gezählt wird. Es warten noch etliche Unregistrierte auf ihren Eintrag im Wasserschildkrötenverzeichnis. Im Zoo Berlin startet eine Aktion in einem Haus, das aus der Luft wie eine Schildkröte aussieht. Doch hier wohnen keine Schildkröten. Hier liegen die Flusspferde heute auf dem Trockenen. So, ihr Mäuse. Uwe Fritzmann und seine Kollegen reinigen das Flusspferdbecken. Über Nacht waren die Tiere im Stall und die 600 Kubikmeter Wasser sind fast abgelaufen. Die merken schon, dass das hier irgendwie nicht so ist, wie es normalerweise ist. Die Ställe müssen von den Hinterlassenschaften der Nacht befreit werden. Doch das ist nicht das Besondere des heutigen Tages. Die Futter kriegen sie jeden Tag, die Ställe machen wir auch jeden Tag sauber. Aber dann sind im Normalfall die Tiere alle draußen und wir können alle Ställe hintereinander, also mit eben mal sauber machen. Aber jetzt sind sie natürlich im Stall drin und jetzt können wir immer nur einen Stall nach dem anderen sauber machen.
ein bisschen beeilen müssen wir uns, weil ja demnächst das Wasser komplett aus dem Becken raus ist. Und dann müssen wir anfangen, die Fische einzufangen und anfangen zu kerchern. Deswegen mache ich jetzt hier ein bisschen Ballett, damit wir hier fertig werden. Das Becken ist fast leer, aber nur fast. Ich möchte nicht wissen, was hier unterm Dreck noch so an Hinterlassenschaften ist. Da die Filteranlage kaputt war, konnte das Becken 2 Wochen lang nicht gereinigt werden. Da hat sich einiges angesammelt. Die Großreinigung bedeutet für die Bewohner heute Stubenarrest. Wenn ich den ganzen Tag im Wohnzimmer sein muss oder im Schlafzimmer, ist es wahrscheinlich auch langweilig. Aber letztendlich ist es ja, ich sag mal, keine ungewohnte Umgebung für die. Also, es gibt Schöneres, klar. Wenn sie raus können, ist es bestimmt schöner. Aber man leidet jetzt nicht wirklich. Hä? Schulze, bespaß ihn. So, jawohl. Statt Badebecken gibt's heute Mauldusche. Flusspferde finden es toll abgeduscht und aus dem Schlauch saufen, finden sie ganz klasse. Mauldusche ist toll, drinnen bleiben nicht so. Geht aber heute nicht anders. Im Elefantenhaus des Berliner Tierparks bahnt sich die nächste Aktion an. Hier leben nicht nur Elefanten. Ja. Wir bleiben da. Auch kleinere Tiere haben hier ihr Zuhause. Die Rothandtamarinen, Krallenaffen aus Südamerika, sind putzmunter. Andere dösen lieber, wie die Ameisenbären Anna und Anton. Vorbei ist's mit der Ruhe. Ja, guck mal. Ey. Naja, guck mal. Höher geht es jetzt nicht, na ihr nicht. Ja, da musste man. Also, Annette, das machst du ganz super, wie lange du gestanden hast. Ich wusste ja nicht, dass du so groß sein kannst. Ich auch nicht. So, jetzt du, hat man gut geleckt. Mmh, ist das lecker, wa? Komm mal jetzt runter. Muss er kommen. Ja, da muss er jetzt kommen. Na komm. Oh, die müden Glieder. Komm mal. Die Tamanduas sollen heute gewogen werden. Mal hier runter. Alter, ist ja mein kleines Dickerchen. Ja, komm. Hui. Jabba, du. So, okay. Jetzt muss es schnell gehen. 1, 2, 3 und. 1, 2, 3 und was? Nicht mit den festhalten. 1, 2, 3 und. Du, und zu. Da haben wir. Die Kiste wog 1,9. Ne? Das können wir nachher abziehen. 5,9. Haben wir halt. So, komm raus, jetzt kriegst du deine. Hier. Da wird sogar Anna neugierig. Anton wiegt stolze 4 Kilo. Hier. Darauf gibt's noch mal was Süßes. Was los ist. Man sie kommt ja schon langsam. Mit Joghurt lockt man auch Ameisenbärdamen. Da kommen wir noch ein Stück runter. Wäre schön, wenn der Schwanz unten noch. Jetzt. Bitte? Und jetzt hat die Anna. Kannst du mal den Schwanz lösen? Ja. So. Verloren. Und jetzt muss es schnell. Kannst du mir helfen? Ja. Weil hier wird es jetzt schwierig. Sie wehrt sich vehement. Nicht. Also, ja. Sehr gut. Ameisenbär wiegen Teil 2 ist nicht so einfach, wie er hofft. Warte, okay. Oh. Das war's. Das ist doch wirklich die Strippe gerissen? Das heißt, sie ist schwerer, wenn die Strippe reißt. Na, ganz vorsichtig hoch. Ja, das war er. Ey, das gibt's doch jetzt gar nicht.
Alle guten Dinge sind drei, das muss jetzt klappen. Nee. Nee, klappt nicht. Der kleine Affe staunt. Eine neue Strippe muss her. Im Zoo wird ständig getüftelt, wie man Abwechslung in den Alltag der Tiere bringen kann. Tierpfleger werden zu kreativen Bastlern. Ruben Gralki baut heute Futterspielzeugsäcke für die Orang-Utans. Die Affen können diese Schellen öffnen oder die Säcke einfach zerreißen oder ein anderes Spielzeug finden. Orang-Mann Manu kommt als Erster. Erst mal gucken, was da passiert ist. Es liegen hier noch ein paar Körner rum, natürlich. Erst mal einfach einzusammeln. Ja, wenn ich Pech habe, reißt das einfach ab. Das ist für ihn echt nicht schwer. Das Problem nicht mit Kraft, sondern mit Pfiffigkeit lösen. Mit Händen und Füßen arbeitet sie am Erfolg. So sei mir fast ein bisschen leid. Ne? Man möchte es ihm schwer machen und dann hat man fast ein schlechtes Gewissen. Aber wenn man sieht, wie er diese Jute reißt, dann sieht man auch, was da für Kraft dahinter ist. Doch der starke Manu findet nur Holzwolle. Die Futterpellets fallen nämlich alle auf den Boden. Bini hat ihren Sack inzwischen auch aufgerissen. Hat schon mitbekommen, dass die Körner alle auf der Erde landen. Endlich entdeckt sie Manu auch. Das Körnersammeln macht dann richtig Arbeit. Ich finde es eine nette Abwechslung. Jetzt könnte man die Körner auch einfach so in die Holzwolle verteilen oder ins Heu. Aber so ist dann noch ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Als wenn er so pustet und das, wie sagt man, die Spreu vom Weizen trennt. Und Manu wird zum Kornstaubsauger. Im Tierpark werden immer noch die Wasserschildkröten gezählt. Wegrennen, zwecklos. Tierpfleger Nico Astor fängt sie alle. Tropenweltvogt bei der Schildkröteninventur. Wir wollen Tee und Kaffee. Und eine Pizza. Die kommt morgen wieder, ja? Richtig. Ja. Bin ich schon mal weg. Manchmal tauchen auch unbekannte Exemplare auf. Das ist aber kein Tier von uns, sowas setzt man nicht auf den Teich. Nee. Hat doch eine lustige Nase. Irgendwie kann er um die Ecke riechen. Guck mal. Out. Aber frech ist er. Ja. Den müssen wir aber dazu tragen. Du wolltest den Rotwein-Klappschildkröten? Und Männlein, Weiblein? Ist ein Mädchen. Ein Mädchen. Das sieht man quasi hinten am Schwänzchen. Huch, da ist es ganz klein.
weil das Geschlechtsorgan von männlichen Tieren noch mit reinpassen muss, sind die Schwänze deutlich dicker und länger. Und es ist halt quasi bei Land- und Wasserschildkröten eigentlich das einfachste Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter. Das ist halt immer das Problem, wie wir sie dann hier beerdet haben, wa? An Wasserschildkröten sollte man nach Möglichkeit immer so greifen, weil die kommen mit dem Kopf bis hier rum. Und diese schmerzvolle Erfahrung habe ich einmal gemacht und seitdem passe ich auf, dass ich sie nach Möglichkeit so greife. Weil es tut sehr weh und dadurch, dass es ja nun Fischfresser sind und auch Fleisch bei uns fressen, hatte ich dann noch eine schöne Entzündung drin in der Wunde, obwohl ich eine Tetanusimpfung habe. Das große Kuba-Mädchen, wenn ich schon mal in der Hand habe? Ja, dann nehme ich sie dir ab. Den Mann habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. Den Mann habe ich auch schon zweimal gesehen, aber falls ich ihn sehe, gebe ich ihn auch, ne? Aber das müsste doch sein. Und wenn die strampeln, greife ich immer mit dem Finger hier hinten noch rein. Dann können die mir nicht aus der Hand rutschen. Oh, das hier müsste auch der eine Schwärzling sein. Das ist auch der Mann. Ja, also die werden im Laufe der Zeit dann richtig dunkel. Hm? Hier sieht man noch so ein bisschen die ehemalige Zeichnung. Und die werden dann richtig schwarz. Ist aber auch vom Kopf her, trägt sich das auch so ein bisschen noch ab, diese roten Wangen. Oh, Hilfe naht, Steffi Igel kommt zur Unterstützung. Ich bin ja nie so weit. Steffi, was haben wir hier genau? Außer Kuba. Eine Kuba-Antilope. Das ist wie eine Soni, ne? Eine Soni-Mann? Nee, pass auf, das ist ein Schwärzling wieder. Okay. Das ist ein Rotwangenschwärzling. Ein Rotwangenschwärzling. Weib oder Mann? Mann. Ja. Obwohl es nun zu dritt viel schneller geht, ist noch kein Ende in Sicht. Noch keine Halbzeit. Das dauert noch ein bisschen. Ameisenbär Anton hat seinen Joghurt fast aufgeschleckt. Anna dagegen steckt immer noch in der Wiegekiste. Wenn das jetzt nicht hält, dann fresse ich einen Besen. Ja. So. 6,8. 6,8, okay. Wir haben es endlich. Und Anna darf wieder raus. Und jetzt kriegst du als Belohnung Mausebeeren. Dein Joghurt. Komm. Komm mal. Nummer 1 ist fertig. Ja, ich will dir ja nicht wegnehmen. Bitte sehr. Lass dir schmecken, mein Großer. Ein richtiges Paar geworden. Die sitzen zusammen in so einer Affenkiste. Sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen zusammengefaltet, aber es geht wunderbar. Sie ist ein bisschen schneller mit dem Fressen. Das ist das Einzige. Er ist ein bisschen ganz ruhig. Gut, alle, jetzt gibt's nicht mehr. Alle, das war jetzt für Wiegen die Belohnung. Anna ist fast ein Kilo schwerer als Anton. Da macht sich der Tierpfleger so seine Gedanken. Da kriegen wir bestimmt irgendwann Babys, denke ich mal, wenn es so weitergeht hier. Gut siehst du aus jetzt. Ach, jetzt gehen wir freiwillig rein. Ach, ist jetzt ein Witz, ne? Mhm. Dann ist halt alles scheu irgendwann weg, man kann sie streichen, der ganze Umgang ist hier dann halt ein ganz anderer. Das hat dann mit Stress in dem Sinne gar nicht mehr hier zu tun. Das ist einfach nur noch ein bisschen Spiel und Spaß und Neugierde und alles ist gut. Anton, raus hier, komm. Hier ist noch was drin, guck mal. Da ist sogar zwei jetzt. Guck mal. Gut. Das sieht immer aus. Ja, ja, also unten. Essen, die kann auch nicht so gut. Das müssen wir noch lernen. Vollgeschmiert mit süßem Joghurt verzieht sich Anton auf die Schlafplattform. Der Tag war schließlich jetzt schon anstrengend genug. Im Flusspferdhaus geht die Großreinigung des Beckens weiter. Ah,
Die Hippos sind währenddessen noch beim Frühstück. Selbst die Ente watschelt auf dem Trocknen. Das Wasser ist abgelaufen. Und nun ist es an der Zeit, die beiden letzten Graskarpfen aus dem Becken zu fischen. Warte, nehmen wir die anderen gleich mit? Ach so, gut. Okay. Die beiden Fische kommen in ein Ausweichbecken und kehren zurück, wenn hier wieder alles sauber ist. Darauf warten auch die Flusspferde. Normalerweise wären sie längst im Wasser. Irgendwie ist heute alles anders. Doch die Tierpfleger haben ihre Hippos nicht vergessen. Wasser am Marsch. Damit die was zum Saufen haben, damit sie ein bisschen Beschäftigung haben. Wenn sie Durst haben, reißt das Maul weit auf und dann saufen sie einfach raus. Außerdem halten wir so ein bisschen feucht hier und die haben was zu tun. Ja, das machen wir halt in unregelmäßigen Abständen, den Tag über verteilt, immer mal zwischendurch, wenn wir das Beckenreihe sauber machen, dass wir denen halt hier ein bisschen was, bisschen Wasser anbieten. So. Der Bulle hält jetzt einfach nur die Schnute drin. Kati macht sich die Arbeit nicht, die säuft jetzt auf dem Boden. Ja. Die schlürft das so vom Boden weg. Nicole, weiß ich nicht, was machst du gerade? Nicole hält auch die Knute rein. Und die Kinder machen ja nichts. So, jetzt geht aber wieder ins Becken, ich muss weitermachen. Und während der Bulle noch genüsslich duscht, schütten die Pfleger derweil schwitzend den Dreck aus dem Becken. Jede Ritze und Kante wird von Ruven Schulze gereinigt. Und jede Karre Kot wird mühsam aus dem Becken weggebracht. Da kommt Freude auf. Die Freude ist, wenn's fertig ist, Wasser drinne, Viecher drinne. Und dann schön sauberes Becken. Da ist die Freude an der Sache. Aber bis dahin dauert's noch ein bisschen. Immer wieder schaut Reviertierpfleger Uwe Fritzmann nach den Flusspferden. Das sind ja nur auch keine Fische. Flusspferde sind keine Fische, die 24 Stunden am Tag Wasser brauchen. Denn wenn man sich jetzt vorstellt, in Afrika, da trocknen so viele Gewässer, wo die drinne vorkommen, trocknen zeitweise aus. Ja, und dann sind die tagelang ohne Wasser. Dann haben sie vielleicht eine kleine Pfütze, wo sie draus saufen können. Aber das war's dann. Und die Berliner Trockenzeit ist bald vorbei. Im Gehege der Bonobos ist es zum Einschlafen langweilig. Aber das soll sich ändern. Tierpfleger Ruben Gralki baut ein Gerät auf, das es jetzt in jedem Affengehege gibt. Die wundern sich, was ich hier für ein Apparat hinausschleppe. Die Firma, die die Dinger baut, nennt die Affenspielstation. Wir sagen immer Futterautomat. Jedenfalls gibt's hier beides. Spiel und Futter. Und hier sind es dann auch auf jeden Fall, denke ich, die Weibchen, die hier dran beschäftigt sind. Die sind ja dominant. Und die sind ohnehin ein bisschen geduldiger, pfiffiger. Mal schauen. Obendrauf kommt buntes Obst, damit die Affen gleich neugierig werden. Neugierig ist auch der Pfleger. Ich kann ein bisschen Eindruck machen vor den Mädels, dass er mutig ist. So räumt er ganz mutig ab. Und dann ist Opala direkt auch ein bisschen mutiger. Das mit dem Obst war einfach.
Doch wie kommt man an die Erdnüsse? Und ob sie das System schon durchschaut haben, dass da Löcher in den Ebenen sind? Zumindest wurde schon erkannt, dass hier ein Stöckchen gebraucht wird. Oh, aber Santi hat jetzt schon ein paar in die zweite Ebene geschoben. Vielleicht durch Zufall, aber... Ja, aber ich glaube, die sind durch Zufall runtergefallen. Aber ob sie jetzt... Schiebt sie schon gezielt zu dem Loch? Also das wäre schon verdammt schnell. Bonobos sind doch auch verdammt intelligent. Sogar in freier Wildbahn wurde der Gebrauch von Werkzeugen bei dieser Menschenaffenart schon beobachtet. Nun wird gestochert, was das Zeug hält. Die anfänglichen Berührungsängste scheinen überwunden. Aber die Dinger sind halt unheimlich effektiv. Wenn man Beschäftigung bastelt, dann ist man immer so lange beschäftigt und die Zeit ist so schnell rum. Und das füllt man in einer Minute auf und den ganzen Tag haben die immer wieder was zu tun. Jetzt kommst du mit dem Finger ran. Ja. Am Ende anscheinend eine gute Methode. Die haben lange dünne Finger. Und vor allem lange Spaß am neuen Futterautomaten. Wohl schönes Wetter draußen ist, wa? Meckerst du schon rum und willst rein. So, den Puh musst du auch noch wegnehmen. Komm. Heute ist Badetag für Panzernashörner. Und Erklärtag für Praktikantin Olga Strawn. Jetzt kriegt die Narayani noch eine Kleinigkeit zu essen, damit sie nicht ganz mit leerem Bauch baden muss. Wozu sage ich das Baden gut? Ja, das Baden ist gut. Das ist, zum einen sind es ja sehr schwere Tiere. Und im Wasser, sage ich mal, sind sie ja fast schwerelos. Das ist einfach, sagen wir, für die Gelenke, für die Knochen ist es natürlich besser, wenn die einfach ein bisschen leichter sind. Panzernashörner schwimmen sehr gerne. Die kommen ja auch aus Überschwemmungsgebieten, also sie kommen aus Indien, Nepal, Assam, so die Ecke. Und da leben ja auch ganz viele in Überschwemmungsgebieten, in Wassernähe. Ja, ist doch gut. Wassernähe brauchen sie halt auch wirklich immer. So, schon fertig? Mehr willst du nicht essen? So, dann gucken wir mal. Ja, das ist fein. Oh, ist fein. Manchmal muss man ein bisschen schieben, dann geht's schneller. Anni, komm mal her. Bist du so neugierig? Nashorndame Narayani ist ganz verrückt aufs Baden. Es war schön warm, das Wasser. Genauso wie wir baden natürlich auch viel lieber in warmem Wasser als in kaltem Wasser. Wenn wir das Wasser jetzt hier ganz kalt hätten, dann würde sie kurz reingehen, würde ein bisschen planschen, ein bisschen baden und dann hätte sie auch schon die Schnauze voll. Wir liegen ja auch nicht gerne in kaltem Wasser drin. Wenn das Wasser so 25, 28 Grad hat für sie, ist sie mal ganz begeistert von. Blubber, blubber. Ja, das ist schön. Willst du einen Apfel haben, Narayani? Die taucht auch gerne unter. Ja, muss natürlich regelmäßig auftauchen, um zu atmen. Wow, du hast ja keine Kiemen, mit denen du atmen kannst unter Wasser. Ja. Können Nashörner eigentlich die Luft anhalten unter Wasser? Ja. Oh, ihr könnt ja ihre Nasenlöcher zumachen hier, ein bisschen. Ja? Das ist schön, wa? Es ist schön warm, ja. Das merkt man natürlich auch, dass es auch schön ist, sag ich mal. Dieses Stöhnen würde ich ja so interpretieren, von wegen, ah, das ist doch toll, endlich mal nicht mehr so viel zu wiegen. Die wiegt ja etwa 2,2 Tonnen, hat sie etwa an Gewicht. Und wenn man das überlegt, auf den kleinen Füßen, die sie eigentlich haben, ist es natürlich eine schöne Masse. Psst, sei mal ganz leise, Narayani. Ganz leise. So, dann lassen wir sie weiter blubbern. Ne? Hast du eine Stunde Zeit. Und diese Stunde
wird Narayani genießen. Im Tierpark gibt's heute keinen Badespaß, dafür Bastelspaß. Und Familie Stachelschwein wartet schon. Genau wie diese Kindergartengruppe. Sie wartet auf die Tierpflegerinnen. Hallo. Hallo. Ihr seid aus dem Kindergarten hergekommen? Ja. Ich bin die Sabine, das ist die Dana. Wir wollen heute mit euch ein bisschen was basteln. Für die Stachelschweine. Habt ihr die schon gesehen, die Stachelschweine? Ja. Genau. Die naschen auch mal gerne. Und dass es nicht so schnell geht mit dem Fressen, können wir heute ein bisschen was basteln. Dann haben sie ein bisschen Spaß. Wollen wir das machen? Ja. Ja. So, komm mal hier rum. So, was haben wir denn hier? Wisst ihr, was das ist? Ja! Ja, das sieht so ähnlich aus. Ne? Das ist Holzwolle. Und das nehmen wir ein bisschen, damit wir da ein bisschen was drin verstecken können. Okay? So, du stopfst rein. Dann hoch. Mal hier, kannst du noch rübernehmen. Schön, die ganze Mama. So, wer hat ein paar Nüsse in der Hand? So, guck mal, steck mal rein. Und so, der nächste. Und jetzt ist es wieder zu. Ne? Guck mal, ist eine Röhre schon fertig. So. Wir haben ja oft Anfragen von Kindergärten, ob sie eben auch mal, wisst ihr was, extra machen können, wenn ich bloß eine Runde durch den Tierpark laufen können. Und das sind immer schöne Sachen, wenn da könnt ihr so ein Special dazu buchen. Und hier sind jetzt die Stachelschweine, dann ein bisschen Beschäftigungsfutter basteln. Und dann dürfen sie es auch selber füttern. Und oder wir sind dabei und wir machen das zusammen. Und das ist auch noch so ein bisschen Erleben für die Kinder und ein bisschen. Auch einmal ein bisschen Tierpfleger sein, das ist ja für die auch interessant. Ne? Ja, das ist alle. So, dann könnt ihr noch ein paar Möhren verstecken. Genau. Und dann dürfen die Kinder tun, was sonst streng verboten ist. Tiere füttern. Und jetzt gehen wir zu den Stachelschweinen. Du hast die Röhre, genau. Guck mal, da können wir da vorne hingehen. Erstmal nur oben rausstellen. Na dann, gucken wir mal, was unsere Stachelschweine sagen. Könnt ihr mir gleich mal die Kisten reingeben? Na, Mutti? Hallo. So, und die Röhre könnt ihr dann selber eine werfen. Röhre. Guck mal da. Ja. Und die Kiste. Super. Habt ihr es gesehen? Ne? Die beißen einmal rein, dann ist die Röhre kaputt. Und jetzt ärgern sie sich ein bisschen, wer denn da zuerst die Nüsse essen darf. Ne? Guck mal hier. Noch ein Karton für dich. So, jetzt werdet ihr gleich mal sehen, was hier passiert. Das ist eine Überraschungskiste, ne? Für die Stachelschweine, weil die wissen ja nicht, was da drin ist. Und dann riechst du auch, guck mal, jetzt kriegt er gerade den Deckel schon auf. Jetzt machen wir es wieder zu. Ein bisschen Mühe geben, ne? Ja, der hat witzige Haare wie Birgi. Jetzt hat er eine Nuss, genau. So haben hier alle ihren Spaß. Kinder, Tierpflegerinnen und Stachelschweine. Bei den Wasserschildkröten nähert sich die Zählung und Geschlechtsbestimmung ihrem Ende. Eine Gelb war Mann und eine Juni Mädchen. Ja. Nur die schwierigen Fälle sind noch übrig. Da hilft ein Blick auf die Bestimmungsbögen. Wir suchen jetzt einen dunkel gefärbten Panzer, also sowas wie das da, aber mit diesen Dingchen an der Seite. Ne? Das werden hier bei der 3. Nee, ich wusste es nicht. Ja. Eine Rotwange. Ja. Und die Seite?
Und wenn du jetzt den Kopf rausmachen würdest, könnten wir es ja für die ganze Welt bestätigen. Und auch wieder, wir haben irgendjemand, der knabbert an den Panzern. Der an den Tieren knabbert. Mhm. Ich weiß nicht, was die Lehrlinge mal machen, wenn die hier unten sind. Fang Mädchen. Mach sie schon mal sauber. Jetzt ärmere dich mal. Das sind denn unsere Härtefälle, ne? Wir machen hier also wirklich Ätsche-Bätsche. Ich zeig dir nicht meinen Kopf. Das ist mein Finger. Der Wangenschmuckschildkröte. Lass ich sie gleich reinrutschen, ja? Die letzte wird die erste sein. Alle sind gezählt und bestimmt und dürfen zurück in ihr nasses Element. So, dann sind wir hier durch. Dann ist, dann ist jetzt, glaube ich, alles da. Bis auf das, was wir zu viel haben. Ja, definitiv. Ordentlich. Aber richtig ordentlich zu viel haben. Gut, denn ab in die Freiheit. Genau. Es war sehr erfolgreich, weil wir mehr Tiere drauf haben, als wir haben müssten. Eine neue Art. Eine neue Art, genau. Aber auf jeden Fall, was ich so überblicken kann schon mal, fehlt nichts. Und das ist schon mal super. Ja, gefunden haben wir alle. Das ist wieder wie immer, dass wieder was aufgeschmissen wurde. Genau. Aber ansonsten hatten wir jetzt alles, ja? Schön. Auch die ausgesetzten Tiere dürfen bleiben. Dennoch sind die Pfleger über diese Art der Tierentsorgung nicht erfreut. Ja, bis gleich. Im Zoo blubbern 2,2 Tonnen Panzernashorn immer noch genüsslich im Badebecken. Auch Nashornbulle Yoda soll nun sein Schönheitsprogramm bekommen. Hey Yoda, komm mal her. Alles gut, die tun dir nichts. Komm mal her. Komm mal her. Yoda. Komm mal her hier. Ist doch gut. Ja, hört natürlich mal irgendwelche Geräusche jetzt hier und bleib stehen, bleib stehen. Hm? Ist doch gut. Bleib stehen, Großer. Judas Nägel sollen geschnitten werden. Hm, einmal hinlegen. Bei dem sind die Nägel ja unten. Und von unten müssen wir halt ein bisschen was wegnehmen. Weil die einfach manchmal zu schnell wachsen, die Nägel. Und da haben sie halt das Problem, dass dann die Nägel mehr Kontakt haben als die Sohle. Die laufen normalerweise nur auf der Sohle. Und die Nägel sind eigentlich, die drei Nägel, die sie haben, haben wenig Bodenkontakt. Riecht ja noch gar nicht. Nee, diesmal hat's noch nicht geklappt, ja. Tag. Hallo. Tierarzt Dr. Ochs will die Hufe behandeln. Doch Yoda legt sich nicht ab. Es ist ihm wohl zu laut hier. Ist aber extrem laut heute. Ach, dicker. Sag mal, soll ich mal ein bisschen ruhig baden hier? Die anderen Leute auch. Hey, ja. Ist das was, wenn ich vorne streichle? Jo, denke schon. Guck mal her, Yoda, komm. Läuft nicht immer alles wie geplant, das ist ganz klar. Und selbst Sachen, die routinemäßig schon tausendmal gemacht worden sind, sind immer irgendwie ein bisschen anders. Und so, dass das so wie lehrbuchmäßig verläuft, ist eigentlich selten der Fall. Komm mal runter, Yoda. Aber hier kommt es ja nicht so drauf an. Ich meine, wenn es heute nicht klappt, dann vielleicht morgen. Das ist ja keine Sache, die jetzt so wahnsinnig dringend ist und akut behandelt werden muss. Zugegebenermaßen würde ich mich jetzt als Nashorn hier auch nicht hinlegen, wenn so viel Krach ist. Und dann stehen wir hier und dann blubbert die da hinten nebenan noch im Wasser. Es ist einfach keine schöne Atmosphäre, um sich die Fingernägel machen zu lassen. Ja, dann gibt's heute wohl keine Pediküre. Ja, gut, dann. Ja, das ist das.
wenn wir das heute mal beenden. Gut, alles klar. Das ist Bilbo, der Namensgeber einer neuen Attraktion im Tierpark. Bilbos Hoppelhütte, eine Freilaufanlage für Kaninchen. Ähnlichkeiten mit dem Auenland sind nicht rein zufällig, sondern auf jeden Fall gewollt. Tierpflegerin Dana Hirrich-Schadek will dem neuen Kollegen zeigen, wie die Kaninchen abends ins Haus gesperrt werden. Guck mal, der dicke Bilbo isst noch. Oh Gott, haben die wieder gebuddelt. Ach du Schande. So, Mädels und Bilbo. Wollen wir mal? Auf der Anlage sind nur Mädchen und er als kastrierter Mann. Großer, kräftiger Kerl. Und eigentlich haben wir gesagt, die Kaninchen aus den ehemaligen kleinen Kaninchenbuchten, die ganzen Mädchen. Und er war so kuschelig, dass wir gesagt haben, er muss kastriert werden und er darf damit rauf. Weil er ist das Oberkuschelkaninchen. Ja, und jetzt haben wir sie so weit schon trainiert, dass sie eben, wenn man die Glocke läutet und ein bisschen mit dem Futter klappert, dass sie dann auch reinkommen. Weil die müssen wir dann schließlich abends einsperren, weil ansonsten Greifvögel, der Fuchs, deswegen kommen die nachts rein. So, wollen wir mal gucken, ob sie heute alle kommen auf einmal. Ha, Löwchen? So. Glocke läuten heißt Abendbrot. Kommt mal, Mädels, kommt. Ja, komm mal schnell. Hallo? Gibt's noch ein Leckerli? Mir fehlt aber noch die wilde Hilde. Die sind jetzt da. Ja, da ist noch eine, ist wieder. Die kleine Katrin ist wieder rausgehuscht. Komm mal schnell. Das ist die cleverste von allen. Kleine Jagd über die Anlage. Die hat heute keine Lust, das Wetter ist so schön. So, Mäuschen. Dann schick sie einfach von da hinten. Na, jetzt ist sie hier. Jetzt ist alles gut. Los, rein mit dir. Genau. So. Na, Kinder? Dann habt viel Spaß beim Essen und schlaft nachher schön. Schließlich genießen die Kaninchen das gemeinsame Abendbrot. Auch die kleine Katrin, das Löwenköpfchen, hat einen Bärenhunger. Im Zoo geht die große Reinigungsaktion bei den Flusspferden zu Ende. Endlich. Rika, langweilst du dich, jo? Langweilst du dich, Alter, Nonnenkopf. Zwei Stunden noch. Dann könnt ihr raus. Jawohl. Dann könnt ihr alle mal raus. Wir verbringen unsere Mittagspause immer mit denen. Und dann ist das Ersatz genug für Flusspferdkuscheln. Jo. Ja, mit dir kuschel ich nicht. Ja, du musst also neidisch zu kicken. Ja. Na? In 2,5 Stunden ist es soweit. Da kannst du wieder ins Wasser. Ja. Noch ein paar letzte Handgriffe von Ruven Schulze im Becken. Und Uwe Fritzmann begibt sich in den Keller und stellt das Wasser wieder an. So, jetzt müsste oben Wasser laufen. Ja. Nur mal kicken. Es läuft nicht nur, es sprudelt. Thank you.
So, Zicke. Komm. Raus. Du darfst baden. Komm. Wasch, wasch, wasch. Alles sauber, alles frisch hier. Im Wasser werden die wuchtigen Tiere zu schwerelosen Schwimmern. Die freuen sich natürlich hoch, wenn sie jetzt wieder im Wasser sein können. Der normale Tagesablauf eben. Und nun können sie sich ganz besonders freuen, weil sie jetzt mal eine Nacht im Wasser bleiben werden. Normalerweise kommen sie abends raus im Stall und bleiben dann zum Fressen drinne. Jetzt haben sie aber heute früh haben sie schon ihr Portionchen gekriegt und haben die Kuh gefressen. Und jetzt können sie über Nacht drinnen bleiben und kommen dann erst morgen wieder raus aus Becken. Also ein kleiner Ausgleich dafür, dass sie im Stall bleiben mussten. Das ist so der schönste Augenblick nach der Beckenreinigung. Erleichterung überall. Die Arbeit ist getan. Und nun ist verdienter Feierabend.